Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer weiteren kleinen Reaction. Diesmal zu Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Auch da gab es einen neuen Trailer zu Comic-Con. Ich habe ihn noch nicht ganz gesehen, Ausschnitte. Ich habe aber gehört, dass er besser angekommen ist als die letzten Teaser und Trailer und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite habe ich aber auch schon einiges gehört, dass sehr viele Leute nicht zufrieden sind, wie einige Völker dargestellt werden, weil es Tolkien einfach anders beschrieben hat. Ich weiß nicht genau, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Wenn ihr das Ganze gesehen habt, wenn ihr das auch verfolgt habt, schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Freut euch auf die Serie oder sagt ihr, ah, es könnte sein, dass Amazon das wirklich einfach alles versaut. Ich werde zu 100.000% auf jeden Fall in die Serie reingucken und mich dann selber überzeugen. Und jetzt werden wir erstmal in den Trailer reingucken. Auch hier gerne ein Däumchen da lassen als Unterstützung, ja, eine Bewertung. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten, let's go! Wir dachten, der Krieg sei endlich vorüber. Alter Schwede, okay. Hier sind wir ja wieder Galadriel. Alter. Okay. Da war auf jeden Fall eine dicke Schlacht. Ja. Beginnen die Tage des Friedens. Wir dachten. Oh, ey, die Musik alleine. Ja. Ich muss ehrlich sagen, so von der Ausstattung her, von der Optik her, finde ich das eigentlich ganz gut. Also es trifft schon eigentlich ganz guten Ton, oder? So. Wir dachten, unser Glück würde ewig währen. Wir dachten, unser Licht würde nie erlöschen. Der Himmel ist eigenartig. Okay, den haben wir, glaube ich, auch schon im Teaser, in dem letzten Trailer gesehen, oder? Ist es der Typ, der in diesem Feuer ist, oder ist es hier erst? Ich weiß nicht, irgendeinen Ausschnitt habe ich gesehen. Kann auch sein, dass es aus diesem Trailer war jetzt. Wow, 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 Junge, was war da denn los? Alter, was geht da ab? Was sind das für dicke Schlachten, Alter? Ey, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie catcht mich der Trailer bisher jetzt, ehrlich gesagt. Das Böse schläft nicht. Wer ist das denn? Ist das denn, was ist das denn hier, Alter? Ist das ein das sieht aus wie ein aufgeschnittenes Ei, Alter. Ja, okay. Es wartet. Jenseits der Dunkelheit verlockt es den Schatten, uns alle unter dem Berg zu begraben. Hey, also ich muss ehrlich sagen, so von der Ausstattung her, man sieht schon ein bisschen, also ich meine, da steckt $1 Milliarde in der Serie, da muss man auf jeden Fall optisch auch einiges abliefern, ne? Er hat nicht einen Namen, sondern viele. Schon von ihm gehört, Kleiner. Schon gehört von Sauron. Eieieiei, Sauron. Sauron. Okay, was ist das denn für ein... Was ist das für ein Monster? Ist das... Nee, das war jetzt nicht das Schwert, was Isildur geführt hat, oder? Kann es auch sein, kann es echt sein, dass Isildur in der Serie auftaucht irgendwie? Kann es irgendwie sein, so zeitlich? Ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt leider nie so die krassen Bücher gelesen mit den ganzen anderen Zeitaltern. Müsste ich eigentlich auch mal machen. Lässt man das Böse gewähren, vernichtet es uns alle. Finde das Licht und der Schatten wird dich nicht entdecken. Alter. Das muss ja auf jeden Fall irgendein krasser Typ sein. Ist es? Das ist aber nicht das Ding, was da gerade aus dem Schacht geklettert ist, oder? Auf jeden Fall. Krass. Also ich muss ehrlich sagen, so von der Optik her sieht es richtig geil aus. Ich finde, von der Optik her sieht die Serie bisher echt geil aus, ja. Zusammen können wir es überleben! Kämpft mit mir! Wir alle müssen entscheiden, wer wir sein wollen. Alter, Junge, hier, da steckt richtig Kohle drin. Aber Galadriel hier auch in Action, ne? Also gar nicht so, wie man sie aus dem Film kennt. Das müsste auf jeden Fall dann irgendwie noch storymäßig hinbekommen, auf jeden Fall, dass dieser Übergang erklärt wird, ja? Aber kann ja auch sein. Ich meine, wir haben ja am Anfang gesehen, dass sie da vor einem Riesenhaufen von Helm steht, also keine Ahnung wie viel, das waren da irgendwie so, keine Ahnung, 10.000 oder so, oder vielleicht sogar noch mehr, dass vielleicht durch die ganzen Ereignisse, die sie durchlebt, dass sie dann irgendwie ruhiger geworden ist, wa? Weil in den Filmen ist sie ja
Überhaupt nicht so hier. Überhaupt nicht so. Da kommt die ja teilweise so rüber. Ach, juckt mich alles nicht. Mach mal. Macht ihr mal. Es gibt kein Vertrauen zwischen Hammer und Fels. Alter, Junge. Der Trailer ist wirklich viel besser als die ersten Sachen, oder? Irgendwann wird er... Oh, das sah Oculus. Hier die Maske. Geil. Irgendwann wird der eine oder der andere zerbrechen. Ach, geil. Schön, so muss es aussehen. Ey, wie gesagt, die Hobbit-Filme, die machen auch Spaß, wa? Aber da war einfach zu viel CGI drin, Alter. Ich habe die letzten Tage nochmal den ersten Herr-der-Ringe-Film geguckt hier Extended und so. Hey, alleine diese Kostüme von den ganzen Orks und Urukais und so weiter, so muss es gemacht werden. So muss es handwerklich, richtig krasse Masken, Alter. Und nicht CGI wie bei Hobbit. Das hat so viel Feeling rausgenommen, finde ich. Wer ist das? Vor allem, jetzt mal, ich will jetzt niemanden dissen, so, aber ich weiß nicht. Ist das eine Frau oder ist das ein Mann jetzt? Spielst du überhaupt eine Rolle? Ich habe keine Ahnung. Wer ist das? Ist das irgendwie so... Vielleicht sind das alles Handlanger von Sauron, oder ist es... Weiß nicht. Sauron selber kann doch auch verschiedene Gestalten annehmen, oder? Viele Lügen wurden euch erzählt. Von Mittelerde. Okay. Ah, das... Ja, gut, das habe ich natürlich gesehen, dass der auftaucht. Ist es dann jetzt die Szene? Okay. Krass, das habe ich gar nicht gesehen hier auf dem Brustpanzer. Auch so ein Gesicht mit den Blättern und so. Wisst ihr, wie der aussieht? Der sieht... Das ist der aber nicht, oder? Der sieht aus wie grauer Wurm. Aus Game of Thrones, so ein bisschen. Aber nur so ein bisschen. Alter! Was für Hände greifen denn? Dieses Monster, was wir gesehen haben? Oder Ants vielleicht so? Können Ants da auftauchen? Oh, das wäre geil. Einfach eine kleine Baumbart, obwohl ich weiß gar nicht, wie alt werden Ants. Keine Ahnung. 2. September, also da vorne werde ich 100.000% reingucken. Bei den ganzen anderen Serien, die dieses Jahr noch kommen, so, obwohl, ich weiß gar nicht, was kommt denn dieses Jahr eigentlich noch an Serien großartig? Ich habe gar keine Ahnung. Ist irgendwas schon krass angekündigt? Ich weiß es gar nicht. Aber das ist auf jeden Fall einer, da werde ich zu 1000% reingucken. Auf jeden Fall. Ach, geil, geil. Ja, ey, was soll ich sagen? Ey, ich muss ehrlich sagen, der hat mir echt gut gefallen. Ich kann das natürlich schon wirklich verstehen, dass einige sich da aufregen, dass dann wieder diese Diversität am Start ist, wenn Tolkien, und das hat er ja gemacht, Tolkien hat ja die Völker extremst genau beschrieben. Und wenn die dann genau dagegen handeln, um zu sagen, ey, wir machen das einfach, weil wir Bock haben, dann ist es ein Ding, wo ich sage, Alter, ich kann da verstehen, dass die Leute sich dann aufregen. Ja? Da kann ich schon verstehen, dass die Leute sich dann aufregen. Bis zum gewissen Maß finde ich das auch okay, wenn da Leute dann wieder losziehen und sagen, ey, wir hauen euch alle die Köpfe ein und so weiter. Das ist natürlich wieder zu viel des Guten, weil es geht am Ende einfach nur um eine Serie oder um Bücher und so weiter. Da muss man sich, Bücher gesagt? Da muss man sich jetzt nicht die Köpfe einschlagen. Aber ich kann schon verstehen, dass die Leute sich daran stören, weil, wie gesagt, Tolkien hat jetzt so ein krasses Werk geschaffen und alles so genau beschrieben. Dann kann man dem auch folgen, ja. Naja. Gut, das ist meine Meinung dazu. Ansonsten, für mich persönlich sieht der Trailer echt gut aus. Von der Optik her sehr nice. Ob die Story dann mithalten kann, ist halt die Frage. So, von der Ausstattung her, Optik und so, treffen die schon eigentlich auf jeden Fall meinen Geschmack. Und ich bin gespannt. Ja. So, jetzt haben wir echt viel gelabert. Jetzt bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Danke fürs Zusehen. Wir hören uns. Haut rein und tschüss.